Zionist hat seine Meinung geändert und stellt sich heute gegen Zionisten für Palästinenser ein. Masa al-Khair. Guten Abend. Ja, ich komme aus New York, bin seit 37 Jahren hier in Deutschland. Dazwischen war 4 Jahre, dass ich in Palästina 48, so in den Staat Israel gelebt habe, in einem Kibbutz. Ich war damals ein Zionist. Ich habe damals in New York persönlich Golda Meir kennengelernt, Rabin, Dayan, mehrere wichtige Zionisten von Israel. Ich war dabei, als Golda Meir zum zweiten Mal gesagt hat, dass es gibt keine palästinensische Volk. Ja. Ich wusste, und meine Organisation, alle Zionisten haben gewusst, dass das falsch ist. Aber wir wussten nicht, wie falsch. Ich habe zwischenzeitlich gelernt. Ich habe in 87 meine erste Boykott gegen Israel beim Anfang der erste Intifada angefangen. Es war eine persönliche Sache. Ich habe es nicht so laut geschrien, aber für mich persönlich als Jude war das ein wichtiger Schritt zu machen, eine wichtige Entscheidung zu machen. Ich habe aber war immer noch damals Zionist im Kopf. Mein Bruch mit Zionismus ist endlich im Jahr 2000 beim Anfang der zweiten Intifada gekommen. Als ich gesehen habe, dass es gibt keine alternativen Mächte innerhalb Israel, die wirklich Freiheit und Gerechtigkeit verstehen. So, in den USA haben wir ein altes Lied, es ist mehr als 100 Jahre alt, es geht um Brüderlichkeit in den USA, es heißt Amerika, und wir singen über Freiheit, über Brüderlichkeit, über Geschwisterlichkeit von einem Ozean zu den anderen Ozean. So von Atlantik bis zum Pazifik. Und wir nennen das From Sea to Shining Sea. Jetzt, warum kann ich das sagen, aber wenn ich von Freiheit in Palästina spreche, irgendwie ist das hier verboten. Wohin soll Freiheit sein in Palästina? From the river to the sea. Aber das ist für alle die Menschen, die dort leben. Es ist nicht eine antisemitische Sache, es ist nicht nur eine palästinensische Sache, es ist eine menschliche Sache. Und auch als Jude, vor 2000 Jahren ist es jüdische Tradition, dass die Juden haben so arg gegen Gott gesündet und gegen uns selber gesündet, dass wir unser Land verloren haben. Es wurde nicht weggenommen, außer weggenommen von Gott, weil wir das nicht mehr verdient haben, diese Erde zu haben, auf dem heiligen Land zu leben. Wir wurden vertrieben von den Römern mit Hilfe von Gott. Und wir sollen uns seitdem korrigieren. Wir sollen uns seitdem so Wiederkehr machen zu Gott. Haben wir noch nicht. Wir arbeiten drauf und ich denke wirklich, sind viele gute Juden, die arbeiten hart drauf, wieder Versöhnung mit Gott zu kommen. Aber was die Juden in Palästina machen, was die Juden in dieser Stadt Israel, die gegen Palästina sind, machen, ist genau der Antisemitismus, dass uns deshalb wir unser Land damals vor 2000 Jahren verloren haben. Ob die Geschichte 100% wahr ist,
kann ich nicht sagen. Aber das ist jüdisches Glauben. Es ist jüdisches Glauben, dass dieser Staat Israel ein Problem ist. Ein Fehler ist, in wie sie über Judentum sprechen, weil sie sprechen nicht wirklich von Herzen. Als Juden, von Glauben, von überhaupt gläubigen Menschen. Deshalb stehe ich hier, deshalb stehe ich mit euch, weil das Glauben, ich muss auch dazu sagen, ich war 10 Mal in Palästina seit 2003. Meistens Zeit war ich in Jenin, Flüchtlingslager. Ich habe persönliche Freunde, ich habe dort viel über Judentum gelernt, das heißt über Gläubigkeit, über Frommheit, gelernt von meinen palästinensischen Freunden. So ich nehme sie, mein palästinensischer Rabbiner oder jüdischer Lehrer, und dabei sind auch hier viele Leute, die die gleiche Meinung sind, die gleichen Menschen, die gleiche Wunder von Himmel, von Gottes Schöpfung. Ich bedanke mich, dass ich mit euch stehen kann und dass ihr nicht aufgeht, weil es auch für mich ist.